Ja, damit herzlich willkommen zu einem neuen 360-Video von mir. Ich war letzten Sonntag hier in der Lokorama in Romanzon und da gab es eine Sonderfahrt mit dem TEM 1, den seht ihr da gerade wegfahren mit dem historischen Wagen. Ich stehe hinter der Kamera und versuche gerade die Kamera vor dem Regen zu schützen, da sie leider momentan nicht gerade wasserfest ist. Ich habe sehr viele Aufnahmen gemacht von der Erlebniswelt da. Sie wollen ja nicht, dass es ein Museum ist, sondern dass es Erlebniswelt ist. Das ist es auch. Man kann sehr viel da machen. Und vielen Dank an Roland, der ist ja gerade noch links zu sehen neben der Lok. Der hat mir die Führung gegeben und hat es mir auch ermöglicht, dass ich die Kamera auf den TEM 1 montieren darf. Oder durfte, besser gesagt. Und da quasi die Mitfahrt filmen durfte. Die sind stündlich auf dem Bahnhof Romanzhorn rausgefahren, der ist gar nicht weit weg, also das ist vielleicht maximal 5 Minuten Fahrt. Und auf der Fahrt sieht man auch ein paar historische Sachen, wie zum Beispiel jetzt rechts die Güterwagen und die Elektrolok sowie die Dampflok. Bin leider selbst nicht mitgefahren, merke ich mitgefahren, aber ich habe mich generell um die Erlebniswelt ein bisschen erkundigt und Fotos gemacht und ja, noch mehr Videos. Also links ist schon die Hauptstrecke, rechts teilweise Abstellbereich und ich glaube, geht auch eine Hauptstrecke weg. Könnte jetzt auch falsch sein. Später sind wir dann auf der linken Seite des Stellwerk 2 und da hat mir der Mona gesagt, dass das sogar noch mit zwei, drei Weichen von dem Lokorama verbunden ist und funktionstüchtig ist, was man sich auch anschauen kann. War am Sonntag leider nicht die Zeit dafür, aber vielleicht beim nächsten. Das ist natürlich was Tolles am alten Stellwerk, zu sehen, was funktioniert. So, da ist jetzt die Geräuschunterdrückung angegangen automatisch für den Wind und jetzt hier links ein paar Signale, die zu Demo-Zwecken aufgestellt worden sind und eben das Stellwerk Nummer 2 und fahren jetzt dann in das äußerste Gleis ein, wo der Zug stehen bleibt, ich glaube 5 Minuten stehen bleibt oder 10 und dann wieder zurückfahren. Rückfahrt habe ich jetzt nicht in dem Video drin, das ist quasi das gleiche, nur andersrum. Hatten Gott sei Dank relativ Glück mit dem Wetter, es hat am Anfang ein bisschen geregnet, aber später hat es dann aufgehört und dann konnte ich dann auch ohne Regenschirm filmen. Aber doch überraschend viele Leute da, für das, dass das Wetter nicht so gut war. Damit tue ich mich erstmal verabschieden und wir sehen uns im nächsten 360-Video. Wenn es euch gefallen hat oder ihr Fragen habt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Bis denn dann.